Hallo Gaming-Friends, wir zocken heute CivCrafter. Ja, CivCrafter ist ein Spiel, was quasi an Komplexität quasi keine Grenzen hat. Hier sehen wir auch schon quasi den Anfang vom Spiel. Ja, hier unten haben wir ein kleines Menü, da können wir ein bisschen hin und her navigieren, aber dazu kommen wir später erst, weil das Spiel beginnt hier vorne im ersten Menü. Da haben wir ein Level, das Ganze können wir auch leveln, indem wir jetzt hier einfach auf die drei verschiedenen Ressourcen klicken. Ja, wie schon gesagt, ziemlich komplexes ganze Spiel. Von daher fangen wir jetzt einfach mal an, Ressourcen zu sammeln. Wir klicken abwechselnd auf alle Sachen. Baue Häuser für deine Arbeiter. Ja, dafür brauchen wir erstmal Ressourcen. Ja, am Anfang leveln wir auch ziemlich fix. Ich muss ja dazu sagen, ich habe jetzt mein Handy komplett neu aufgesetzt und ja, ich war schon ziemlich weit. Hatte sogar eine Gilde etc. Nur leider Gottes, Mann, das ganze Klicken hier, das lenkt dann ab. Ja, nur leider Gottes wurde mein Speicherstand nicht übernommen, beziehungsweise ist mir ein kleines Fauxpas passiert. Und nun denn, wie es so sein sollte, habe ich jetzt komplett alles verloren, überall komplett in jedem Spiel. Aber ich fange ja gerne von vorne an. So, jetzt haben wir hier ein paar Ressourcen gesammelt, ganz wichtig. Wir brauchen sehr viele Bauern, aber dazu gleich. Jetzt bauen wir erstmal ein Haus. Man muss auch dazu sagen, wir haben später die Möglichkeit, vielleicht sehen wir das auch gleich, das Ganze zeitbasierend zu machen. Sprich, wir können 100 Häuser auf einmal machen, aber das dauert dann. Das dauert meines Erachtens nach fünfmal länger, als wenn wir hier ganz schnell da draufklicken. So, jetzt haben wir ein paar Hütten gebaut. Passt immer bloß eine Person rein. Am Anfang dauert das alles ein bisschen. Verteile auf Arbeitern den Auftrag, Ressourcen zu sammeln. Jo. Also, wir erstellen jetzt pro Hütte ein Bewohner. Jetzt sagen wir erstmal hier, wir brauchen Bauern, weil Bauern sind Nahrung und ja, ist nicht schön, wenn die verhungern. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ganz viel. Man kann auch, glaube ich, bis zu zwei gleichzeitig. Was steht null? Manchmal kriegen wir gar nichts, habe ich das Gefühl. Die Weiler von Jedburgh. Ja, unter der Herrschaft des irgendwas. Ja, irgendwie werden hier die ganzen Namen zufällig generiert. Daher ist man selber immer Herrscher von irgendwas und ja, man kann sich selber nichts aussuchen. Außer dann später bei der Gilde, da kann man sich einen Namen aussuchen. So, ja, wir haben hier oben jetzt mehrere Ressourcen, Nahrung, Holz und Stein. Das Ganze kriegen wir hier durch Klicken bzw. durch diese drei Arbeiter hier, Bauern, Nahrung, Holzfäller, okay, Kräuter und Bergarbeiter ist für Erz. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach ja, die Bauern holen auch Haut mit dazu. Genau. Ja, Bergarbeiter holen halt auch noch Stein, Holzfäller Holz, Bauern Nahrung und dementsprechend halt auch Haut, Erz, Kräuter. Katzen kriegt man irgendwie durch Krieg, aber wieso, weshalb, warum, für was man die braucht, etc. Bei dem Spiel, keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal hier noch ganz viele Wohnhäuser. Dementsprechend wieder Bevölkerung dazu. Ja, und weiter geht das Ganze. Oh, den Tag hätte ich mir jetzt auch anders vorstellen können. Naja. Ja, oben, ganz, ganz oben, wie so ein Newsletter bei NPC etc. sehen wir immer, was gerade gemacht wird. Ist natürlich sehr spannend, wenn man hier wie so ein krankes Rind auf dem Handy-Display rumtippt. Ja, guck mal, schon Level 6. Man muss ja dazu sagen, ich war Level 14, bevor mein Handy resettete. Weil irgendwann hast du ja auch keine Lust mehr, die ganze Zeit hier drauf zu drücken. Oh, mein Lager ist voll. Ich weiß gar nicht, wann gibt es denn hier. Ach ja, hier haben wir noch ein Forschungsmenü. Jetzt können wir hier. Ja, brauchen wir ein paar Häute. Nochmal. Bis der Finger wegstirbt. 10 Haut, so wunderbar. Jetzt können wir das machen, das machen, das machen, das machen. Ist sogar direkt fertig. Ist später nicht mehr so. Jetzt haben wir ein paar neue Gebäude. Können wir mal einen Holzfäller und einen Bergarbeiter machen. Jetzt sehen wir nämlich, dass auch Holz und Stein von alleine steigt. So, jetzt haben wir hier neue Hütten dazu bekommen. Und jetzt ganz wichtig gleich hier Lager erweitern, damit wir immer schön viel speichern können. Und hier hinten haben wir dann die zusätzlichen Gebäude. Die sollte man aber
immer in Relation zu den, also die Gebäude an sich kann man machen, wie man möchte, nur sobald man die hat, bekommt man halt hier noch spezielle Arbeiter dazu, die jeweils für den Bauern, für den Holzfäller, für den Bergarbeiter stehen. Die machen dann halt hier oben zu sehen diese Zusatzmaterialien und die sollten immer im Verhältnis von 1 zu 10 oder so stehen, weil die ziehen echt von den Hauptressourcen ab ohne Ende. Ja, wie ihr seht, total spannend. Leider ist das ein mega Suchtfaktor. Ich glaube, wenn man jetzt zuguckt, ich könnte wetten, ihr langweilt euch sowas von und denkt euch, oh, komm, guck mal lieber was anderes, da gibt es ja auch bessere Sachen. Kann ich verstehen, würde ich auch machen. Ich würde hier nicht zugucken. Aber immerhin, irgendwer muss sich ja opfern und diese Scheiße zeigen. Habe ich jetzt das S-Wort benutzt? Naja. Ich werde es wieder tun. So. Gucken wir mal hier. Wir brauchen Leute. Ja, sobald man hier quasi immer einen Nullerbereich dazu bekommen hat, sprich ab 100 kann man 10 mit einmal machen, ab 1000 kann man 100 mit einmal machen. Und das lohnt sich echt nicht, muss man sagen. So, jetzt kann man hier mal Lager erweitern. Jetzt sehen wir schon, jetzt können wir schon 400 Nahrung sammeln. Yeah, da ist der Bauer stolz. Was ich festgestellt habe, minimiert man das Spiel. So passiert hier gar nichts mehr irgendwie. Die Zeiten vom Forschen etc. geht zwar weg, aber der Rest, da passiert nichts. So, machen wir mal Level 6 noch schnell. Ich würde euch ja gerne noch ein bisschen Kriegsführung zeigen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schaffe. Außer ich drücke jetzt hier wie so ein Kranker die ganze Zeit hier drauf rum. Aber es lohnt sich echt. Macht einfach mal mit. Ich kann ja mal gucken. Ja, einen Clan kann ich noch nicht erstellen. Sobald ich einen Clan habe, könnt ihr diesem ja beitreten. Ich werde ihn posten. Irgendwo, whatever, auf Twitter, auf YouTube. Keine Ahnung, vielleicht Facebook. Mal gucken, ob ich sowas habe. Muss ich mal meine Facebook-Kiste graben? Ja klar habe ich Facebook, aber naja. Wenn das früher genauso einfach gewesen wäre. Wir haben neues Land entdeckt. Wir wollen es einnehmen. Wir müssen bauen. Ja, du setzt dich da an den Apfel, drückst die ganze Zeit drauf. Du setzt dich da an den Baum, drück ihn die ganze Zeit. Und ich drücke die ganze Zeit auf den Stein. Brauchen wir heute den ganzen Tag, dann können wir eine ganze Siedlung errichten. Ach, ich drücke auf die Metz und nichts passiert mehr, weil ich habe ja auch nichts. So, Nahrung haben wir voll. Das heißt, wir können hier auch neue Bewohner machen. So, zack, bauen braucht man halt immer viel. Gerade dann, wenn man doch mal das automatische Anlegen von Meeren, vom Bevölkerungslimit erhöhen möchte. Man macht dann einfach mal 5000 mit einmal, das dauert halt seine Stunde. Gut, das hast du auch in 5 Minuten selber erklickt, aber ja. Ja, Level 7, das geht ja richtig fix. Die Hälfte habe ich schon. Dann habe ich mein Level wieder rein. Nur ungefähr noch 5 Tage spielen, dann habe ich meinen ganzen Stand wieder rein. Ah, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich drücke den ganzen Tag hier auf diese 3 Dinger. Nee, das lässt gleich nach. Also wie ihr seht, ich kann jetzt loslassen, oben Holz und so, steigt jetzt schon von alleine. Deswegen am Anfang immer hier erstmal auf die ersten 3 gehen. So, jetzt steigt es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Jetzt können wir noch ein paar Hütten machen für das maximale Bevölkerungslimit. Je mehr man hat, umso mehr schaltet sich dann halt auch frei mit der Zeit. So, gucken wir mal. Kriegsführung, wir brauchen Leder. Ach, Herrgott, da geht's schon los. Für Leder brauchen wir. Brauchen wir. Diese Spezialgebäude. Machen wir jetzt jedes Mal eins. Aber wir können jetzt haben wir hier den neuen Reiter Spezialisten. Das sind die Spezialisten, die uns nämlich richtig speziell die Ressourcen wegklauen. Deswegen können wir die jetzt auch noch gar nicht machen eigentlich. Wir brauchen Nahrung. Wir haben zu wenig Bauern. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Problem. Wir haben ein Minusgeschäft. Weil wir zu wenig Bauern haben und zu viele Leute. Jetzt kriegen wir schon mal Plus. Ja, ich glaube, das wird ein langes Let's Show.
da haut der Typ wie verrückt auf den ab. In späteren Stufen schaltet sich dann auch Apfelpüree frei. Nein, Quatsch. Es bleibt der Apfel. Erinnert doch schon ein bisschen an Minecraft. Ich finde es auch ganz schön, wie sich im Hintergrund immer die Welt mitbewegt. Sehr beruhigend, egal was man macht. Ich schau mal, mein Handy hat am Ende der Aufnahme keinen Splitscreen. Wenn ihr wüsstet, wie verkrampft meine Finger gerade aussehen. Nee. So. Alles in die Bewohner rein, alles erstmal in die Bauern rein. So, jetzt kriegen wir schon 6 Nahrung. Also bei meinem letzten Spielstand habe ich ungefähr 7000 Nahrung die Sekunde bekommen. Nur mal so als kleinen Richtwert. Ja, langsam wird das. Jetzt könnten wir theoretisch mal so langsam einen Spezialisten ranholen. Hat das am Anfang auch so lange gedauert? Holz ist schon voll, muss man nicht anklicken. Ja, ich würde euch schon gerne noch epische Schlachten zeigen. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal so als Cut. Spiel nebenbei weiter. Und wenn ich soweit bin, mache ich nochmal eine kleine Aufnahme von so einer epischen Schlacht. Oder so ähnlich. Ja, das mache ich. Dann bis gleich, bis zum zweiten Teil. See you later.